Trotz Schnee, Eis und Kälte verbringen viele Vogelarten den Winter bei uns. Man fragt sich, wie ein Überleben bei diesen Bedingungen möglich ist und ob unsere Vögel sogar aussterben würden, wenn wir sie im Winter nicht füttern würden. Die Vögel, die bei uns überwintern, sind sich an unser Klima gewöhnt. Und auch in strengen Winter überleben genügend Individuen, die im nächsten Sommer brüten, Junge aufziehen und damit dafür sorgen, dass uns die Arten erhalten bleiben. Warum sind aber viele Arten jetzt so selten geworden? Der Grund ist die ganz traurige Tatsache, dass der Mensch sehr viele natürliche Lebensräume zerstört hat. Wenn wir den Vogelarten wirklich helfen wollen, dann reicht es nicht, wenn wir sie im Winter füttern, sondern wir müssen zusätzlich und vor allem dafür sorgen, dass die natürlichen Lebensräume erhalten bleiben. Ja, dann ist das Füttern also gar nicht sinnvoll. Oh doch, das Füttern ist etwas, das uns Freude macht und die Freude der Natur ist etwas ganz Wichtiges. Wir möchten aber auf der anderen Seite doch die Vögel nicht zu Haustieren erziehen. Und darum sollten wir sie nur den füttern, wenn es wirklich nötig ist. Nämlich den, wenn es Schnee hat und wenn der Boden gefroren ist. Auf was man beim Füttern sonst noch schauen muss, steht übrigens in der Broschüre von der Vogelwarte Sempach. Grüezi miteinander. Wer Dörte-Bohnen noch nicht kennt, der kommt beim heutigen Rezept sicher auf den Geschmack. Die Dörte-Bohnen in kaltem Wasser aufsetzen und 10 Minuten kochen. Sie können sie übrigens auch über Nacht in kaltem Wasser einweichen. In einer Pfanne im heißen Öl gehackte Zwiebeln und Knoblauchzehen dämpfen. Eine Büchse geschälte Tomaten, ein Bouillonwürfel und die abgetropften Bohnen dazugeben. Dann ein schönes Stück magere, geräuchten Speck drauflegen und zugedeckt etwa 40 Minuten köcheln. Dann gewürfelte, also ich würde sagen, grob gewürfelte Herdöpfel dazugeben und mitkochen. Nach weiteren 20 Minuten können Sie Ihre Familie schon am Tisch bitten. Ja, und mir bleibt eigentlich nur noch, Ihnen einen guten zu wünschen. Also, wenn die Vögel den Winter futtern, haltet euch an die Empfehlungen von der Vogelwarte Sempach. Auch Coop haltet sich an die Empfehlungen und hat sich bemüht, ein Futter anzubieten, das auf die Bedürfnisse der verschiedenen Vogelarten abgestimmt ist. Neu bei Coop bekommt ihr jetzt übrigens auch die praktische Vogelfutterstation. Ein Herrenflanellhemd aus 100% Baumwolle in verschiedenen Dessins offeriert Ihnen Coop für nur 9,90 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 1 Liter Dorine Sonnenblumenöl statt 5,20 Franken nur 4,20 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 1 Kilo Hackfleisch für nur 9,80 Franken. Und morgen Orange im Netz 2 Kilo nur 2,50 Franken, 4 Kilo nur 4,80 Franken. Auf Wiedersehen.